Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es gibt zwei Punkte, über die wir sprechen sollten. Zum einen wichtige Termine, gerade für die Bosnien-Geschichte, und es gibt noch was zu schrauben, also seid gespannt. Wichtige Informationen jetzt. Teneré Spirit Bosnian Challenge. Für dich ist es wichtig, dir jetzt zwei Termine zu notieren. Und zwar gibt es zwei Termine, nennen wir es mal Qualifier, wo wir uns kennenlernen. Das ist so für mich der wichtigste Punkt. Es ist aber natürlich deutlich mehr geboten. Neben diesem Speed-Dating gibt es noch die Möglichkeit, in Gruppen zu fahren, in einem tollen Offroad-Gelände, unter Anleitung, unter Instruktion. Wir haben es ja auch immer gesagt, wir suchen hier keinen Profifahrer. Wir suchen nämlich genau dich, wenn du nämlich genauso viel Bock hast, deine Challenge deines Lebens zu bestreiten und in Bosnien die Rallye mitzufahren und das Ganze im Team. Dann sollten wir auch herausfinden, wie teamfähig du bist. Leibliche Wohl ist auch gesorgt und jetzt wollt ihr wissen, wo findet das genau statt und wann. Das erste Training bzw. der erste Qualifier-Termin ist am 24.04. in Dockweiler, das ist in der Nähe vom Nürburgring, sehr schönes Offroad-Gelände. Und der zweite Termin ist am 1.05. in Zimmern im Schwarzwald in der Nähe von Turatech. Also seid gespannt, es wird richtig cool, ich freue mich total auf euch. Und jetzt gucken wir noch, was der Postbote gebracht hat. Unboxing, und zwar von Donatech bestellt. Gestern bestellt, heute geliefert. Gestern bestellt, gestern geliefert. Hammer. Richtig, richtig fix ging das. Aber ich muss nochmal dazu sagen, die Firma Donatech macht quasi solche Produkte wie diesen Halter, damit das Display nicht vibriert. Oder so Gepäckträger, das ist quasi eine Zusatzaufgabe von der Firma Donatech. Also Konstruktion und CNC-Fräsen aus einer Hand. Ich packe jetzt aus, das ist so eine Gönnung. Richtig gut. Guckt ihr das mal bitte an. Süß. Hammer, oder? Hier die Rückseite sauber ausgefräst, um Gewicht zu sparen. Hier sind auch Aussparungen drin, dass du einen Gurt anbringen kannst. Also richtig geil. Bike dann mal umkippt, dass man es auch wirklich besser aufheben kann. Cool, hier sind noch Gurte dabei. Auch sehr cool, auch schön eloxiert. Ich liebe sowas. Das gönnt man sich. Das ist, wie habe ich das letzte Mal gesagt, wie ein gutes Essen, ne? Draußen hin. Also ich glaube, eine Bedienungsanleitung brauche ich nicht. Aber glotzt noch mal drauf, ne? Okay. Müsste klappen. Ansonsten, wenn ich nicht klarkomme, dann... Ich probiere es erstmal ohne, okay? Thank you.
Das sind die originalen Haltepunkte. Und bisher habe ich meine Tasche hier immer auf die Sitzbank gepackt und das dann irgendwie angeguchtet. Das geht schon. Aber eben zum Hochnehmen vom Motorrad hast du ja nur diese Aussparung hier bei der Teneré. Das ist ein bisschen, ja, vom Handling her nicht ideal. Für eine Sportenduro, die jetzt 100 Kilo Gesamtgewicht hat, dann geht das. Da kannst du hinten mal packen und rumziehen. Aber eben durch diesen 1, 2, 3, 4, 5-teiligen Gepäckträger hast du eben auch zwei ordentliche Griffe. Und da kannst du was mit anfangen. Also zuerst kommen die raus. Dafür brauchst du einen Torx. Das geht aber relativ fix. Und der Anbau an sich ist eigentlich auch gar kein Hexenwerk. Also du hast dann auch kein riesen Gerüst dranhängen. Ist allerdings so, dass du das nochmal adaptiv erweitern kannst, aber für mein Einsatzgebiet ist das jetzt vollkommen ausreichend, weil mehr will ich eh nicht mitnehmen. Ich liebe Frästeile und vor allem war das ja auch mal mein Job, ja, den ich gelernt habe. Und das ist halt so schön, wenn so Teile so sauber verarbeitet sind. Das kostet natürlich was. Ich muss bedenken, die Maschinen sind irre teuer, ne? Und es ist halt in Deutschland gefertigt, was direkt einen absoluten Daumen nach oben kriegt. Also ich, nichts gegen Teile aus Asien oder so, aber das ist hier komplett alles aus Germany. Von daher richtig cool. Alle mitgelieferten Schrauben passen natürlich 1A bisschen mäßig. So. Und an so einem Bügel kannst du halt dieses Motorrad richtig, richtig festhalten, ja, und anpacken. Guck mal. Das ist echt cool. Ja, also da kannst du schon richtig mitarbeiten. Alleine das ist schon Mehrwert und so schön, wie das gemacht ist, mega. Also ich bin sehr, 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 sehr begeistert. Sehr, sehr, sehr. Alleine hier durch diese Griffe hast du auch schon mal die Möglichkeit, dein Gepäck gut anzugurten. Also wenn du jetzt nur eine Tasche fixieren willst, ist diese Variante schon sehr, sehr elegant. Hier hast du die Aussparung, wo du einen Gurt durchfädeln kannst, wo alles sauber seinen Platz hat. Und du hast halt eben ordentliche Griffe, um das Motorrad zu rangieren, um so ein bisschen zu hantieren damit. Wir bringen jetzt mal den zweiten Bügel an, der von innen verschraubt wird. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was ich falsch gemacht habe. Die Haltegriffe, die kommen zuerst dran und die werden auch safe hingeschraubt und festgeschraubt, weil dieses Teil wiederum deckt dann die Schraube hier ab. Also hier ist dann im Endeffekt keine Möglichkeit mehr, um an diese Schraube dran zu kommen. Also Griffe ordentlich hinschrauben und dann die kurzen Senkkopfschrauben, die mitgeliefert sind, hier reindrehen. Das passt zu 1000%. So, und das bildet gleich den Träger für die Heckpartie. Und dann kommt hier noch dieser Gummipuffer rein und wird hier drauf gesetzt. Und das Ganze wird jetzt hier drauf gesetzt. Hammer, oder? Eine absolute Bereicherung für dieses Motorrad. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesen Flächen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich schraub's hin und dann gucken wir es nochmal im Detail an. Kurzer Hinweis, es gibt eine etwas längere Schraube, eine etwas kürzere Schraube. Die längere Schraube kommt hier in das vordere Gewinde und die etwas kürzere Schraube in das hintere Gewinde. Auch wenn das jetzt
nicht ganz korrekt aussieht, ist es aber dennoch richtig, weil sonst die Schraube einfach das Kunststoff berühren würde. Also darauf achten, das ist so das Einzige, wo ihr bei der Montage darauf achten solltet, damit die Schraube beim Reindrehen nicht auf den Kunststoff drückt. Und so hat das jetzt sauber seinen Platz. Ich habe die sonst auch immer so mitgenommen, aber dann war die irgendwie hier gelegen, hat dann hier auf den Kunststoff geschabbelt, war nicht ideal, wie ich finde. Und gerade wenn du mal so ein Stückchen zurückgehst, dann bist du hier mit deinem Hinterteil angeeckt. Hat alles nicht funktioniert und jetzt läuft das. Und da sind noch diese Gurte dabei, auch super gut, die ich dann jetzt hier direkt mal nutze, um das Ganze auch ordentlich anzugurten. Und das passiert, wenn Leute, die selbst Motorrad fahren, was konstruieren und es dann bauen können. Also mehr geht nicht, würde ich sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch geht. Ich wollte noch eins ansprechen, und zwar den Preis. Da sollten wir drüber reden, ne? Das ist halt schon eine Anschaffung. Das überlegt man sich gut, aber man kriegt auch wirklich viel zurück. 419 Euro bist du am Start hier mit dieser Konstruktion. Aber ich finde, das ist mal jeden Cent wert. Also wirklich made in Germany. Wer Wert auf sowas legt, der holt sich was richtig Schönes. Gönnt sich was richtig Schönes. Hammer. Da verzichte ich auf irgendeinen Rollkofferurlaub dafür, ehrlich gesagt.